du Häufle Elend. Bringt mir alles nichts, ich brauche eine Spritze. No point being squeamish about injections. I'll inject myself if needed. Hell, Rambo did it. Ja. Genau, richtig, würde ich auch sagen. Hey, Gringo! Come out! Das willst du gar nicht, dass ich rauskomme. Schwöre ich dir jetzt schon. Das willst du gar nicht. Catch this, Gringo. Mongo. Freaking Gringo. Wir haben ihn schon wieder getroffen. Ja. You're already in a body. Nein. I'm gonna waste you, you son of a coyote. Gucken, ob ich das durchschmeißen kann. Ja, es geht sogar. Nicht bewegen, dann treffe ich auch. Dann tut's auch nicht weh, Arschlappen. Aha, Junge, so schnell kriegst du mich nicht. Eher lernt der Papst fliegen. Ach so, das ist eine Ratte. Ich habe schon gewundert, was ist denn das jetzt? Wenn wir noch ein paar Kokosnüsse essen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... Ob der sich reinpfeift wie Pillen? Okay. 66%. Ich weiß nicht, wie das, wie ich das schaffen soll. Hast du irgendwas da? Ah, endlich! Wenigstens einer von euch Spackels hat was dabei, was ich gebrauchen kann. Hast du vielleicht was dabei, was ich gebrauchen kann? Ja, der hat sogar eine Schutzweste dabei. Also, F5, F4, F3. F7. Da geht's runter. Da wollen wir allerdings noch nicht lang. Da geht's auch runter. Moment. 15 Handgranaten habe ich. Habe ich irgendwo eine Spritze gekriegt? No point being squeamish about injections. I'll inject myself if needed. Hell, Rambo did it. Die hat 0. Hoppala. Du mich auch. Na, Arschloch. Ja, wunderbar. Aber die Munition kann ich nicht gebrauchen. Schade eigentlich. Da liegt ein Toter. Granaten habe ich schon genug. Oh, Spritze.
bete, dass du jetzt tot bist. Sonst erschieße ich dich. Oh, genau, das brauche ich auch. Ja. Deine Mutter auch, habe ich gar nicht gewusst. Hey, Ratte, geh weg sonst. Ich bin hier, wo bist du? Da oben ist noch eine Spritze. Da ist noch eine. Jawoll. Sind alle so nett und freundlich zu mir. Arschloch. Ich hoffe, ihr habt gute Argumente dafür. Oder Spritzen, das geht auch. F4, die Munition kann ich nicht gebrauchen. Ich werde niemals aufgeben. Niemals, hört ihr, niemals. Wo geht's denn eigentlich da lang? Nee, da gehe ich nicht rein. Bin ja verrückt. Da bin ich einmal reingegangen und bin nie wieder rausgekommen. Wow! Schweren Herzens werde ich hier speichern müssen. Oh Mann, ey. This modern chemistry is gonna be the end of me. Ja, ich liebe es. Komm, wir nehmen noch ein bisschen Adrenalin. Ja, hervorragend. Und noch eine Spritze, komm. Du kleiner Spritzen-Junkie. Was jetzt verreckt? Bist du auf deinem Bein ausgerutscht oder was? Oh, F3 nehme ich mir mit, dann nehme ich mir das noch mit, den Rest kannst du behalten. Oh, Munition. Nein, schade. Öffnen. Ah ja, klar. Keine Wirkung. 20, 0. Soll ich vielleicht ohne Waffe anquatschen? Antonio, der Doktorbeiter. Was schreist du? Not that you're not hitting all the notes, but why are you screaming? Warum schreist du denn so? Calm down. Beruhig dich endlich. Hey Kumpel, beruhig dich jetzt. Niemand wird dir etwas antun. Alle, die dir etwas antun könnten, habe ich dahin geschickt, wo sie hergekommen sind. Okay, buddy, let's calm down now. Quietly. Nobody's gonna hurt you. Anybody who could, well, I've said... You have? Wirklich, es sind keine Feinde von dir hier mehr hier. Nur Freunde, ein Freund genau genommen. Und das bin ich. Yes, there are no enemies of yours here. Just your friends. Well, one friend. That'd be me. Are you sure? Nee. Ich schwöre es dir, ich habe nur zwei Fragen an dich. Wer ist Don Diego und wo ist er? Wo Don Diego ist, das weiß ich nicht. Das will ich auch nicht wissen. Das ist ein furchterregender Mann. Sehr, sehr furchterregend. Die reine Bosheit. Wie sieht er aus? Fett, böse, Zigarre im Maul. With a cigar. Oh oh. Verdammt, das ist. Die Beschreibung ist nicht sehr nutzvoll. Kannst du dich an nichts anderes erinnern? Hat er vielleicht Orte oder Personen oder sonst etwas erwähnt? Him? Nein, er hat keine Orte erwähnt, Personen auch nicht. Er hat Leute. Es haben Leute mit ihm geredet. Das ist komisch. Es fällt mir jetzt auf.
Er ist Don Diego, aber sie nannten ihn Don Pedro. Komisch, nicht wahr? Weiß ich doch. Weird, don't you think? Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass sie ihn Don Pedro nannten? Are you sure? Are you sure? Vielleicht täusche ich mich, aber ich denke schon, dass es so war. Danke dir, Amigo. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich glaube, jetzt weiß ich, was hier los ist. Missionsliste. Finde Don Pedro. 4,7 Kilometer. Alvaro. Alvaro. You hear me, Alvaro? Did you find out what that worker revealed? Yes, Don Pedro. He managed to tell Saul Myers everything. Alvaro? Are you at the villa, Don Pedro? Stay right where you are. We need to have a little chat. Hehehe. Nein, er ist nicht mehr in der Villa. Ah, ich bleibe an der Mauer hängen. Los, du kleine Ratte. Lauf, lauf, lauf. Ich speichere trotzdem, weil es können ja immer noch welche auftauchen, die mich kalt machen wollen. Gesundheit. Der hat nur eine Handgranate gehabt. Keine Spritzen mehr. Schade. Ich und mein krankes Bein werden uns jetzt auf den Heimweg machen. Naja. Du hast eh nichts dabei gehabt. Der hat nichts dabei, der auch nicht. Oh, und der hat noch eine Spritze. Cool. Wo ist er, da ist er. Damn it, my veins look like they could star in train spotting. Ja, du mich auch. Oh Mann, ey. Wie viel haben wir denn? Boah, nee, oder? Keine Straße. Die ist da unten. Och, nee. Oh, wir haben auch 12 Schuss habe ich noch. Ey! Scheiß Moskitos dauern, die fressen mich hier. Slow down, Gringo. Don't shoot, I'm with you. Relax. Scheiße, das ist ein Jaguar. Und eine Schlange. Da ist die Regierung. Wie komme ich über den Fluss, ohne dass die Piranhas mich fressen? Gar nicht. Um es genau zu sagen. Ich bin nicht Jesus, ich kann nicht übers Wasser gehen. Regierung. I'm just picking mushrooms and berries. Oh, Mafia. Bist ein Freund der Regierung und ein Feind der Mafia. Wahrscheinlich.
Habe ich gerade im Hintergrund Enemy gehört. Ob ich durchs Wasser gehen soll? Dann fressen mich die Piranhas und dann komme ich im Krankenhaus wieder raus. Oder ich check mir irgendwo eine... Oh, schau mal. Keine Kokosnüsse. Slow down, Gringo. Don't shoot, I'm with you. That's Saul Myers. Ja, genau. Saul Myers. Mann. Wo bin ich nur hier hingeraten? Machen wir mal die Karte auf. Da ist eine Stadt, beziehungsweise ein kleines Dorf. Das ist das Ding da drüben. Oh oh. Ach, Regierung. Okay. Slow down, Gringo. Nein, don't shoot, I'm with you. That's all mine. Das ist ein Dorf, ein Indiodorf. Juhu. Stop, white man. Don't shoot, I'm with you. Au. Wo ist denn der Schamane hier? Mal gucken, ob ich irgendwelche Heiltränke hier kaufen kann. Ich denke es zwar nicht, aber... Waffenkisten? Auch nicht schlecht. Servus. Hier liegen noch mehr Kisten rum. Ach, der Schamane ist wahrscheinlich oben was an der Pyramide. Sieht aus wie Mais, oder? Okay. Oh, Mann, mein Legionär kommt hier nicht über den Zaun. Da ist noch ein Dorf. Mal gucken, ob wir da jemanden finden, mit dem wir quatschen können. Der hier was zu sagen hat. Da ist er was. Da müssen wir rein. Nee. Don't shoot, I'm with you. Das ist kein Wetter für Ananas. Nicht für Ananas. Wo finde ich den Dorfältesten? Schon wieder Salvatore? Salvatore. Okay. Uah.
Hallo, mein Name ist Saul Myers. Ich bin der Dorfälteste und wer bist du? Hab ich doch gerade gesagt. Wie laufen die Dinge im Dorf? Nicht so gut. Ich wünschte, wir hätten hier Frieden, aber da kann keine Rede sein. Ach, der gleiche ist mal noch immer. Nein, hier bekommen wir keine Hilfe. Hau ab, du Ratte. Du Kleine. Wenigstens kann man hier schön schwimmen, ohne dass man gleich gefressen wird. Guck, schau, da steht ein Zivilist. Was macht denn der hier? Chef der Busstation in Salvadore. Na, hervorragend. Moment, vielleicht sehe ich auch noch ein altes Mütterchen hier rumsitzen. Mag, kann ja sein, mag sein, vielleicht. Nein? Stop, white man! Don't shoot, I'm with you. The man from the town. Okay, dann werden wir uns hier mal am Bus checken. Das war jetzt, glaube ich, hier, ne? Ne, da vorne ist es. Eieiei. Oh, nicht so nah. Hallo, gehen wir mal auf Tuchfühlung. Hey there. Hey, Myers. Rück mir nicht auf den Pelz, meine ich. Willst du dir ein bisschen Geld verdienen? Was ist zu tun? Busreifen. Das ist nicht gerade der Lottogewinn, aber es ist etwas Zuverlässiges. Und man ist auf Achse. Geld verdienen ist immer was für mich. Hervorragend, bla bla bla. Ich nehme die Fahrt zum Geschäft nach Puerto Sambra. Schauen wir mal, was in Pablo Faro los ist. Vergiss es, für so wenig Geld fahre ich nicht. Moment mal. Geht nicht. Scheiße, Karte aufrufen ist nicht. Ich nehme die Fahrt zum Gefängnis. Nach Puerto Sombra ist er noch weiter. Das sind 9 Kilometer. Pueblo Faro. Nee. Puerto Sombra. Okay, ich trage mich für die Fahrt ein. Viel Glück. 28 Meter. Achso. Da ist er. Okay, 8 Stunden schlafen, dann haben wir ein bisschen Energie wieder. So, ich weiß nicht, ob wir Gäste im Auto haben. Fahrgäste. Keine Ahnung. Ich hoffe, euch gefällt mein Fahrstil. Ich glaube nicht. Ich wage es zu bezweifeln, dass wir dort lebend ankommen. Die Mafia ist also dermaßen angeschissen im Moment. Moment, die Mafia ist bei minus 100. Och, das geht ja noch. Apropos Mafia, da wollten wir doch auch mal vorbeischauen. Aber ich denke nicht, dass wir genug Geld haben, um sie zu besänftigen. Ja. Schießt doch wieder einer rum, ey. Also von links kam gerade eine Gewehrkugel vorbeigeflogen. Leuchtspurmunition wahrscheinlich. Hier weg da, das war ich. Da ist eine Tankstelle. 11 Kilometer. Steht ein Auto von mir? Ja, tatsächlich, da steht noch ein Auto von mir.
Ich bin eingekeilt. Ich kann weder vorwärts noch rückwärts fahren. Jetzt geht's. Oh, Dankeschön. Was auch immer das für ein Afgrad war. Immer diese Pickup-Fahrer, ey. Das weiß ich doch. Aber ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz beim Waffenhändler vorbeischauen. Ich brauche nämlich unbedingt noch Munition. Wenn wir schon mal da sind. Du sitzt irgendwie in deinem Schreibtisch, aber ist auch geil. Ja, was mich high macht. No problem. Ja, dann zeig halt her, oder? Ich brauche unbedingt APs und Dumm-Dumm. Naja, wenigstens etwas. Dann APs. Die normale habe ich schon. Dann kannst du von mir die Granaten kannst du haben. 6 normale. Dann nehme ich mir noch die hier. Schade, dass er nicht mehr hat. Was kostet die Gurke? Okay. Fetzen. 7004. Was willst du denn dafür haben? 94 nehme ich. Was kostet die Mühle? 5585. Ja, hervorragend. Habe ich noch irgendwas zum Verkaufen? Nicht alle. Bist du wahnsinnig? 250 Schuss. Die hat nur noch 8, die verkaufe ich. Dafür kaufe ich mir eine schöne. Eine schwere kostet 1293. Eine mittlere kostet 820. Von mir aus. Das wird jetzt heftig, ey. X2185 Dekast. Bring das Fahrzeug zum Zielort. Mach ich doch. Ich habe die ganze Zeit. Ich bin am Schild hängen geblieben. Mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendwo einen Einkaufsmarkt, also einen Einkaufsstand. Kaufe ich mir wieder ein paar Ananas. Bananen. Und mal Kokosnüsse vielleicht. Mal gucken. Oh, guck, schau, da ist ein Einkauf. Ja, da ist ein Einkaufsstand. Cool. Gemüsestand. Gemüse- und Obststand. Und Waffenhändler. Können wir auch noch ein bisschen einkaufen. Kurz rennt mal wieder auf der Straße rum. Das sagt er auch bei den Guerillas. Alles klar. So, ich bleibe mir nicht am Bäumchen hängen. Mit der Dachkante. Ich weiß. Hallo Oma. Ja, genau. Oh, endlich. 10 Orangen, 10 Bananen und 10 Kokosnüsse. Boah. Dann nehme ich mir noch... Ne, lass gehen. Brauche ich nicht. Dann nehme ich mal die Orangen. Die haben nur 8, die Bananen haben 5. Dann haben wir noch Kokosnüsse.
Oh, endlich. Da drüben haben wir noch eine Oma, bei der kaufen wir noch schnell ein. Da freut sie sich bestimmt. Ja. 10 Kokosnüsse und 10 Ananas. Ja, liegen wir, glaube ich. Ja. Na, weißt du wohl? Boah, so schwer zu tragen. Natürlich darf die Munition nicht fehlen. Ja. Was hast du denn auf Lager? Die 200, die... Nee, 762 brauchen wir nicht. 150 APs. Hast du keine... Ah ja, da. Au.